So Leute, heute haben wir was ganz Besonderes und zwar, wir spielen heute Crosstool, aber nicht allein, denn ich habe diverse Gäste dabei. Stellt euch einfach mal vor. Ja, gut, dann fangen wir an. Dann fangen wir einfach mal an mit Sikel Phoenix. Hallo. Dann haben wir noch den Julio. Und den Card-Journalist. Hallo. Genau, fängt er gut an. Ja, wir machen heute ein Vierer-Duell. Jeder gegen jeden. Und das Besondere ist, wir spielen alle das Starter-Deck, was man am Anfang bekommt. Ihr seht bei mir jetzt gerade hier offen das Deck. Das sind die Karten, die man zu Beginn hat. Jedoch hat jeder ein anderes Signaturmonster. Ich in diesem Fall habe mir jetzt die Elemental Neos gewählt. Wir können ja mal hier eben sagen, was die anderen gewählt haben. Michi, was hast du gewählt? Natürlich den Red Dragon Archfiend, meine Lieblingskarte. War klar. Und Julian? Ich habe mich auch für meine Lieblingskarte entschieden, und zwar den blauäugigen weißen Drachen. Sieke, hast du dich auch für deine Lieblingskarte entschieden? Ja, natürlich, und zwar Sternstaubdrache. Okay, ich habe meine leider nicht gewählt, weil sie noch nicht im Spiel drin ist. Aber das ist halt das Deck. Jeder konnte die Fähigkeiten für sich selber festlegen. Also ihr seht hier ja, ich habe hier die Fähigkeiten festgelegt. Die anderen haben die vielleicht anders gesetzt. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Ja, es lädt. Genau. Oh, alle schon bereit hier. Ich bin einfach hinten dran. Los geht's. Dann wünsche ich mal gut Glück allen, ne? Gut Glück vor allem. Glück. Glück auf. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall, ja. Naja, mal sehen, ob wir das brauchen. So. Ich bin jetzt gespannt, wer neben mir ist. So. Wird interessant. Und. Oh, Julian und Janna, das wird doch was. Okay. Okay, los geht's. Oh, das ist interessant. Mhm. Das ist so gar nicht interessant bei mir. Oh, ich habe so viele Optionen. Ich bin. Ah, ich habe mich verklickt, das gibt's doch schon wieder nicht. Ah, fängt doch gut an. Mano. Es wird gestöhnt. Okay, gut. Ich weiß nicht, wie aggressiv ich jetzt hier das machen soll. Machen wir mal so. Ja, bereit. Ach komm, all in! Gleich all in. So muss das hier. Safe. Okay. Ey, ich habe jetzt Angst hier. Wenn jetzt beide neben mir voll viel spielen. Ja, Michi, ich glaube, wir warten auf dich noch. Achso, ich muss ja bereit drücken. Oh, drei Monster direkt. Okay, das ist ja. Ja, da wollen sie alle in die Mitte. Da wollen sie alle in die Mitte. Was ist das denn? Mhm. Oh, wie sie alle in die Mitte wollen. Natürlich. Tja, Leute. Aber ich habe den Skill richtig gewählt. Oh nein. Was macht das? Ich bin schneller als ihr. Ja, den wollte ich eigentlich auch setzen, aber ich habe mich verklickt. Hä? Wie? Ach so, das ist das falsche Monster beschworen. Ja, das war nicht absichtlich. Oha, hier. Einfach gleich schon. Schon Schaden. Ja, einfach schon Schaden. Undamage, Achacha Bogenschütze. Schade, ich würde aufpassen. Vielleicht habe ich davon auch noch einen. Also, wer hat noch nicht auf bereit gedrückt? So, ich nicht. Vielleicht überlegt er noch, was er hier strategisch machen kann. Ja, die Karte gehört mir! Und? Stärkungen. Na, das war ja dann noch fair, das ist okay. Ja, genau. Keine Spielkraft. Eine Wiedergeburt. Hä? Ihr wisst doch gar nicht, was ich bekommen habe. Oh, echt nicht? Das muss man ganz sehen. Hä? Ihr habt's gesehen? Achso, ja. Oh. Oh nee! Ja, gut. Ja, ja. Ja, gut, dann. Guck mal, ich führe. Ja, weil ich ja schon. Oh, Leute! Ich glaube, it is time! Jetzt muss ich aufpassen. Vor wen habe ich Angst? Oh, nee, fast wieder verklickt. Das lassen wir mal. Ich habe ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Obwohl. Ja. Ich glaube, ich bin bereit. Ich glaube, ich bin bereit. So. Jetzt bin ich gespannt. Hat schon wieder nicht gedrückt. Nee, ich denk noch. Ich denk noch. So. Julian, was soll das da?
Du siehst doch auch gar nichts, oder? Natürlich. Darkov. Wen hast du gedacht für Kragenrabka im Angriffsmodus? Oha. Oh nein. Na Leute, da ist er! Mein Metall Neos. Das ist zu früh gewesen, Maurice. Nee, du hast die Spezialfähigkeit meines Helden vergessen. Er kommt zurück auf die Hand, wenn er zerstört wird. Ist echt gut. Na gut, das ist wirklich nicht schlecht, ne? Ich kann da ruhig ein bisschen mit offensiver umgehen. Ich habe auch meine Fähigkeit aktiviert. Ja. Jetzt bist du ja wirklich Erster. Na. Julian, nicht mehr lange. Abwarten. Abwarten. Oha. Ach krass. Mich entscheidet sich, mit einem Defensivmonster offensiv reinzugehen. Das ist interessant. Ja. Hey, interessant, ehrlich. Das muss eine Falle sein. Hä, vor allem, die werden jetzt beide zerstört, ne? Okay, Burst Energy. Oh, really? Ja. Oh. Und Julian, ich wusste, dass du mich angreifen wirst. Oh, wow. Och, Mann. Oh. Tja, und damit bist du nicht mehr Erster. Warte, die ist im Starterdeck drin? Nein, die haben wir in der Mitte doch bekommen. Ach, die war. Ah, da haben wir nicht die Karte gesehen. Ja, da haben wir es wirklich nicht gesehen. Ach, ihr habt es doch nicht gesehen. Was, aber was erzählt ihr mir denn? Verrückt. Oh, die Doppelkillen. Aber es sah so aus, als hättest du Verstärkungen bekommen. Sah ich so aus, ja. Aber die ist halt viel zu schwach. Nein, nein, Verstärkung wurde sich aktiviert, weil ich gegen Michis Monster gekämpft habe. Ich glaube, wir haben es einfach alle nicht verstanden. Ja. Oha, das ist sogar gut, Julian. Ja. Das ist ja richtig Druck. Das ist echt gut. Alter, Can kriegt jetzt richtig Druck ab. Also gehen wir jetzt alle auf Can, habe ich gehört. Ich ja, sagt der, okay. Der gerade zwei Monster verloren hat gegen ihn. Ja. Michi, so lange warst du noch nie in einem Vierer-Duell dabei, oder? Was soll das denn jetzt? Ich fühle mich gemobbt. Warum ist das so accurate? Oh mein Gott. Okay, ich glaube. Es wird Zeit. Oh nein! Oh nein! Es wird Zeit. Oh nein, da wird ein Stardust kommen. Wow. Mhm. Das war sogar richtig smart, weil Resonator ja wahrscheinlich im Kampf verloren hätte da. Ja genau, das habe ich mir gedacht. Das ist gut. So, du hast einen Bogenschützen gehabt, ne? Komm mal, was ich habe. Auch ein. Schon durch. Die Stardust-Animation sieht so schick aus. Ja, ist wirklich so. Oder? Ich finde auch sehr. Natürlich cool. Ist das die coolste Karte. Hallo, da müssen wir nochmal drüber reden, mein Lieber. Wollte ich ja auch tatsächlich. Julian, was ist das denn schon wieder, wenn ich fragen darf? Ich krieg halt ein bisschen ADK. Vielleicht erkennst du jetzt auch langsam die Strategie meines Decks. Oh nein. Bogenschütze. Boom. Ja, ich bin Erster. Vorübergehen. Gehst du eigentlich die ganze Zeit hier auf mich mit deinen zwei Monstern? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Was? Ja, ich dachte mir so, ich meine, ich muss ja irgendwie Lebenspunkte kriegen, so. Ich glaube, dagegen muss ich mich wehren. Oh. Wow. Oh, das war ein großer Fehler, mein Lieber. Das war ein großer Fehler. Warum? Oha. Ich könnte es dir erzählen, warum, aber soll ich es dir erzählen? Erzähl's mir. Naja, gleich greifen dich zwei Monster an und du kannst jetzt kein weiteres Monster in der Line beschwören. Oh. Das heißt, gleich wirst du auf jeden Fall direkten Schaden kriegen. Außer du hast nochmal eine Zauberfalle. Das habe ich alles mit eingeplant. Sagte er mit null Handkarten in der Hand. So, Julian, jetzt müssen wir uns um dich auch mal kümmern hier, glaube ich. Nein. Oh nee, das ist nicht gut. Der ist aber auch stark. Aber Julian kriegt da auch von Can Offensive. Michi wird auch bedroht. Wir müssen alle uns hier irgendwie verteidigen. Ja, das Ding ist, ich kann meinen Ace-Monster halt gar nicht beschwören, weil ich brauche immer zwei Stufe 4er. So. Das ist echt schwierig, wenn du ganz viele Stufe 3 Monster hast. Hast du ihn zu einem Synchro-Monster gemacht? Du hättest ihn auch zu einem normalen Monster lassen können. Ja, Grund, vielleicht. Ich nicht gemacht habe. Ja.
Werde ich nochmal ändern, glaube ich. Stimmt, Stardust ist kein Synchro-Monster, ne? Ah, nee. Dass du das Return, der kann Return haben. Das ist echt strong. Hä, das ist ja wie Neos einfach. Nein, ich habe Neos vergessen, in Angriffsmodus zu drehen. Nein! Nein! Ihr habt mich so abgelenkt, alle! Wieso, ich sag doch, das war alles eingeplant. Nein! Warum? Oh no! Und Julian lässt sogar einen direkten Angriff zu. Ich konnte nicht mehr auswählen, ich war zu langsam. Oh nein, mein Sternstaubdrache. Oh nee, das ist... Oh nein, das wäre die Führung gewesen. Oh nee, das ist jetzt ja anders ärgerlich. Ja, Julian. Ach, die 400, die jucken mich doch nicht. Naja, meins ist damit auch offiziell stärker. Mhm. Ich weiß nicht, wie dich das juckt oder nicht. Und ich finde es auch gut, wie Julian und ich uns beide so blockieren mit der Katze. So. Ja! Das ist echt. Das war auf jeden Fall sehr smart, ja. Ja, gut, ist doch okay, sich ein bisschen konzentrieren zu können auf einer Line, die jetzt nicht so. Also irgendwie sind meine Züge mal relativ schnell vorbei. Warum hast du ja eben da kein so Monster beschworen? Ja. Ja, warum? Du hättest da eben schon reinbeschwören können. Vielleicht habe ich ja keins. Ach so. Naja, du hast ein Blue Eyes auf der Hand, glaube ich. Ja. Ja. Julian muss sparsamer sein, weil er nicht mehr zurück auf die Hand kommt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist richtig, ja. Ist bei dir, der Effekt ist aber annulliert jetzt, ne? Also jetzt bei deinen Stardust. Oder? Aber das ist ja sein Effekt. Ja, nee, klar, aber... Wollte ich nur nochmal nachfragen, ob der dann gleich theoretisch nochmal wiederkommt. Nein. Okay, sehr gut. Angriffblock auf. Angriff. Warum? Was? Hä? Welchen Nutzen hat das? Es ist halt. Den Nutzen verstehe ich ja noch sogar. Aber warum denn jetzt Neos? Genau, überlegen. Naja, mein Monster stört mich nicht. Dein Neos wird nochmal gedreht. Nein! Was ist denn los mit euch? Jetzt dein Monster sogar. Ah, das ist sogar, so das ist sogar schlau gewesen. Ja. Ich finde die Fähigkeit sehr mächtig. Ich ziehe keine Zauberkarten. Ich hätte gern ein Monster. Du hast eine Katze auf dem Feld. Ja. Oh, da kommt wieder Druck auf mich, hieß. Ja. Aber auf Jan kommt jetzt richtig Druck von zwei Seiten. Und dieser Neos ist schon sehr beängstigend. Ja, und 800 Schaden von Julian, ne? Der geht ja durch, wenn du Pech hast. Ja, du hast in den Angriff gedreht, Schan. Oh, ja, das ist. Oh, das ist jetzt schwierig. Ja, also hätte ich ihn nicht in Angriff gedreht, dann. Obwohl. Das hätte doch eigentlich. Keine Ahnung. Nö, das hat ja Sinn gemacht, um den Resonator zu schwächen. Weil deine neue Fähigkeiten bekommen hat. Nee, ich trau mich nicht mehr zu machen. Julian, so ein richtig defensiver Charakter jetzt hier. Ja, ich auch. Was soll ich machen? Oh Mann. Null Defense! Oh no! Ja. Oha, Julian geht aber rein! Das ist der Monster. Ach Mann, warum geht eigentlich alle auf mich, wenn ich das mal so fragen darf? Naja, es bietet sich an gerade. So. Battleface. So. Jetzt passiert das, Can, was schon vor drei Zügen hätte passieren müssen. Neos direkter Angriff. Oh Mann, das ist so ärgerlich, dass sie einfach den Defense-Modus nicht gewechselt haben. Passiert.
Ich finde es sehr interessant, dass sowohl Michi als auch Julian dass ihre Signaturkarten in der Hand haben und sagen so, ja, wird schwierig, die auszuspielen. Naja, nee, ich finde der Moment ist aber nicht der richtige. Ja gut, das verstehe ich natürlich. Ja, das stimmt. Das war's dann halt, ne? Stimmt! Ja, Julian, war nicht der richtige Zeitpunkt, würde ich sagen. Ja. Gut, ne? Also ich finde es wirklich maximal ärgerlich, dass ich hier so Fokus genommen werde. Nice. Hey, ich hab sowohl Julian als auch dich. Naja. Einfach Michi Zweiter geworden. Ich mach mir gar nichts. Ich hab nichts gemacht. Einfach nichts. Ah, oh, herrlich. Ja, Michi, Glückwunsch dazu auf jeden Fall, ne? Ja. Da bin ich auch stolz drauf. Ja, Leute, ich würde sagen, das war jetzt hier ein Duell. Interessant auf jeden Fall. Michi, Glückwunsch zu deiner Leistung auf jeden Fall. Ich kann das halt, ne? Ich bin gut darin. Würde ich auch behaupten. falls ihr noch mehr Duelle sehen wollt, auch ein 4-3, schaut einfach mal bei den anderen vorbei, denn sowohl bei Seeker Phoenix als bei Julio als auch bei Card Journalist findet ebenfalls ein Duell. Schaut also vorbei, in der Endcard hier sind jetzt auch nochmal die ganzen verlinkt. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr Zeit genommen habt, hier ein Duell zu nehmen. Mhm. Ja. Und dann wünsche ich euch da draußen vor allen Dingen noch viel Spaß beim Duellieren.